geht, Leute. Bombmann auf Bomb hier und heute wurde mein YouTube-Kanal 1 Jahr alt, also mein erstes Video. Und da, das ist, deswegen mache ich auch heute ein Video. Heute fahren wir mit dem Lamborghini Miura SV. Ich habe gerade eine geile Farbe ausgewählt. Und das ist eigentlich so ein Teil, mit dem man zum Strand fahren kann. So, weil, ja, wieso denn nicht? Das sieht voll geil aus, finde ich, zum Strand so. Also kann man hier auch beim Strand so fahren, ne? Wenn hier auch mal einer wäre. Ja, aber erstmal gehen wir zum Tuning. Wir sehen uns. So Leute, jetzt sind wir hier in der Garage angelangt. Jetzt müssen wir erstmal den Wagen finden. Ah, das ist ja schon. Ich habe ein bisschen Schluck auf, aber ich hoffe, das ist nicht so schlimm. So. Mal schauen, was da gibt. Oh, das verändert sogar alles vorne. Okay. Ja. Machen wir es so, ne? Nee, wir wollen ja daraus kein Nissan bauen. Das ist schon so bleiben, finde ich. So. Au! Eigenes Ding sein. Ob das. Ja. Ja, doch. Passt schon. Dann sieht ein bisschen aus wie ein Porsche, so Porsche-mäßig, ne? So. Die Felgen, nee, würde ich jetzt nicht so wirklich nehmen. Lass einfach mal so normale Felgen nehmen. So jeder nehmen würde. So, die Felgengröße geht auch. Dann nehmen wir hier Bremssattel rot. Hier nehmen wir die Fenster. Die Außenspiegel. Seitenschweller nehmen wir. Den größeren ruhig. Alter, das auf jeden Fall. Ey, dieses Boot nervt immer, ne? Dieser Spoiler, so, Alter, der passt ja mal gar nicht. Ja, ob der so wirklich passt. Ich würde sagen, wir machen gar keinen drauf. Dann. Ja, das passt schon Lamborghini-mäßig, aber ich will so einen alten Lambo haben, ne? Dann nehmen wir die. In oder das ist ja das normale, ne? Dann ist ja doch, komm schon, den Auspüffe sehen halt geil aus. Auspüffe hier können wir so schwarz, also dunkel machen, aber auch nur die Nähte, würde ich sagen, ne? Mal so lassen. Carbon. Ich würde sagen, wir machen Holz da einfach. Ja, das ist halt alter Wagen, ne? Deswegen machen wir da Holz drauf und hier, nein, hier machen wir irgendeins. Außerdem könnt ihr auch noch das von letztes Mal nehmen. Merry Christmas habe ich ja auch noch. Beim Chevrolet. Könnt ihr auch das Video abchecken. Ja, das ist auch nicht schlecht, ne? Aber immer was. Mal gucken, ob wir noch was Besseres finden. Ja, das hier passt doch schon mal, oder? Kann man ja mal nehmen. Dann nehmen wir hier so eine. Eigentlich wollte ich so grün lassen, aber. Gibt es noch anderes Grün, besseres, was in diese Richtung geht? Halbwegs so. Schon wieder zu übertrieben. Eloxiert geht eigentlich. Hier ist so eine Farbe, ey, ne? So eine richtig auffällige Farbe braucht man. Hey,
Man hört die ganze Zeit das im Hintergrund, das nervt irgendwie gerade. Warte, ich mach das mal aus, ey. So. Dann Prestige. Nehmen wir sportliche, nicht so unrealistische. Hier nehmen wir Reifenqualm. Lass mal französischen. Weil es gibt keinen italienischen. Oh, Merry Christmas passt ja nicht. Ich habe ja nur Merry Christmas, also nehmen wir gar keinen. Hier, was hat er für Wert? 6,2 Sekunden. Okay, das ist lahmarschig. Wir müssen immer verbessern. Wir sehen uns gleich, wenn wir alles aufgetunt haben. So Leute, da kommt der Wagen auf genau 3 Sekunden von 0 auf 100, 622 PS, 363 km/h Spitze und 9,9 Sekunden Viertelmeile. Das ist gut. Und jetzt lass mal mit dem Teil auf eine Rennstrecke. So Leute, ich habe mich jetzt einfach für ein Rennen entschieden, das ich noch nicht gemacht habe. Weil Street Racing gibt es gefühlt 50 Stück. Deswegen nehmen wir das hier. Boah, der ist schon breit, ne? Alter. Junge. Wie er da zur Seite guckt. Schon geil. Lass mal reinfahren. Das Soundcheck. Ja, hört sich anders an als die anderen Fahrzeuge, weil bei Crew 2 hören sich halt viele gleich an. Und da hört sich schon ein bisschen anders an, schon ein bisschen tiefer, so nicht so hoch immer der Sound. Okay, dann lass mal loslegen. So. Die haben ja alles, ne? Dieser BMW auch. Hat Neonlicht, Reifenqualm. Und ich hoffe, sie gewinnen das Rennen, weil ich. Der beste Wagen ist es nicht, aber. Soll es auch nicht sein. Ja, Leute, es werden noch weiter viele Videos kommen. Weil jetzt ist ja schon ein Jahr vergangen. Und ich habe nicht so viele Videos gemacht, weil ich habe auch viel Pausen gemacht. Aber jetzt werden auf jeden Fall viel mehr Videos kommen. Und schaltet dann auch mal ein um 16 oder 19 Uhr. Oder dazwischen so. Vielleicht auch manchmal später. Kommt drauf an. Und ja, und ich hoffe, die Videos gefallen euch weiterhin. Das Video soll jetzt nicht allzu lang gehen. Ich wollte nur so ein Jura SV tun. Der gut für den Strand geeignet ist. Eigentlich haben wir hier Schnee. Das ist geil für den Strand, muss man sagen. Und der leuchtet vorne richtig hart. Ich fahr mal innen. Ja, innen sieht man halt auch gut was. Außen, weil bei vielen Fahrzeugen ist das Problem, dass man nichts sieht. Vor allem bei Monster Trucks, ey. Da sehe ich echt nichts. Aber hier sieht man viel. Hier kann man schon gut fahren damit. Wir sind auch jetzt schon bei 30%. Der Wagen gefällt mir eigentlich. Vom Fahrverhalten jetzt nicht so. Da ist er in Ordnung, aber gibt's bessere. Aber ja, der Wagen gefällt mir vom Sound, vom Optik und von Innenausstattung. Die Gegner sind weit. Die sind ja schon ein bisschen hinter uns, 7 Sekunden. Aber die Scheibenwischer sind klein. Das ist halt, müsste halt, damit das nicht so nervt halt, ne? Aber die müssten größer sein eigentlich. Jetzt hören wir mal den Sound im hohen Bereich. Boah, jetzt fühlt sich das schnell an, ey. Weil meistens habe ich das Problem, dass
Der Crew 2 sich nicht so schnell anfühlt, aber bei dem Wagen fühlt sich das irgendwie schnell an in Perspektive. Macht Bock. Vor allem, wenn man Multiplayer fährt. Die Gegner sind jetzt 11 Sekunden hinter uns. Aber das ist auch auf normal noch, ne? Also, muss man sich nicht wundern. Alter, zum Glück kann man das durchfahren, ey. Ich dachte jetzt, jetzt werde ich irgendwie aufgehalten oder so. Nee. Okay, ja, wir sind 60%. Boah, der letzte Platz, den sieht man aber auch gar nicht mehr auf der Karte, ne? Überhaupt nicht, dass er sich... Der bewegt sich noch so ein kleines bisschen. Und jetzt sind alle auf der Karte verschwunden. Also... Ja, jetzt sind sie nur als so ein Punkt, der sich einfach irgendwo hin bewegt. Boah, es fühlt sich so schnell an, ne? Alter, schaut mal auf die Bäume und so, Mann. Auch eine geile Strecke, geile Landschaft. 5 Minuten geht die Strecke. Aber lass mal wieder, lass mal ein bisschen an den Motorhauben an sich fahren. So hat man den besten Sound immer. Und so fühlt sich das auch schnell an. In der Crew 2 mit der Ansicht, die ich am wenigsten gefahren bin, ist glaube ich die hier. Mit der bin ich am wenigsten gefahren. Also sieht man halt den Wagen. Ich finde, in Rennspielen soll man den Wagen sehen. Aber man kann auch so ausprobieren. So fühlt sich das aber, finde ich, vom Fahrgefühl am schnellsten an. Weil man halt auch noch den Wagen sieht. Aber wir wollen ja den ganzen Wagen sehen, also mache ich mal so. Guck mal, sieht doch so leichte Streifen, damit es so schnell aussieht, ne? Nicht was für Carbon hat man ja übertrieben mit den Streifen gemacht, damit man so schnell, damit so schnell aussieht, ne? Hier macht man ja schon so ein paar Streifen, ne? Wegen den Schnee halt. Ich bin auch schon cool 1248. Ja, lass mal noch irgendwo zum Strand gehen, mal gucken. Boah, jetzt ist es aber richtig geil, ne? Bei dem Wetter. Ja, jetzt. Lass mal zu Los Angeles, da gibt's glaube ich die besten Strände. Wo gibt's denn den geiler Strand? So. Ja, hier ist so ein Strand, ne? Lass mal hier so hin. Da teleportieren wir uns mal kurz, damit wir da hinfahren können. So, jetzt sind wir hier. Das Problem, wir müssen jetzt auch hochkommen, ne? Warte, ich flieg mal dahin kurz. Schadet ja nicht. So, jetzt können wir auch weiterfahren. Dankeschön. Ehrlich. Ja, Los Angeles ist schon eine geile Stadt, ne? Ja, gerade kam... Achso, ich habe ja die französische Flagge genommen. Deswegen kommen auch verschiedene Farben. Hä? Woher springt er hin? Will, dass ich ihn überfahre? Geh mal zur Seite. Ja, ey, das ist eine geile Ansicht. Wenn man so fährt. Jetzt mal gucken im Fotomodus, wie das aussieht. Ja, so ein bisschen.
Nee, Fahrzeug soll schon angezeigt werden. Ja, okay, dann. Ja, okay, egal. Ich wollte eh nur anschauen. Ja, okay, Leute, das war's dann mal wieder mit dem Video. Ja, das sollte mal so ein kleines Special gewesen sein. Wegen ein Jahr YouTube. Naja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Lasst ein Like da. Lasst ein Abo da. Abonniert den Kanal. Und. Ne, aktiviert die Glocke. Und. Ciao.